Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Entschuldigt nochmal im letzten Part die Störung mit dem Telefon. Ab und zu, ne, sind Menschen etwas unpassend. So. La la la. So, dann. Oi. Ha, der war souverän. Das war schön gemacht. Was willst denn du, du Spucker? So. Du auch, geh. So. Ich könnte jetzt aber ruhig mal Zweige droppen, ehrlich gesagt. Die könnte ich richtig gut gebrauchen. Da gehen wir auch mal rein. Vielleicht nehmen wir mal ein bisschen Laub und so. Natürlich nicht. Ah, hier haben wir was. Na, komm her. Du Deko-Kerl. Stecht das wie so ein Deko-Kerl von Zelda. Zack, zack, zack. Ja, genau das, was ich haben wollte. Ich bin entzückt. Und jetzt werde ich wieder verrecken wahrscheinlich. Und dann war es das mit meinem Glück. Na, so, zack, zack, zack. Soll ich mich runterpurzeln lassen? Ja, es hat sie was gebracht. Ah, wieder so ein Buch. Ich glaube, wir können schon wieder abhauen, ne? Nochmal ein Golem-Buch. Ich glaube nicht, dass wir den besiegen können, ehrlich gesagt. Ich hau lieber wieder ab. Und tschüss. Ja, da kehre ich gerne in die Stadt zurück. Jetzt haben wir schon zwei von diesen kostbaren Büchern. Das ist super. Oh, und es ist Nacht. Wie cool. Können wir gleich nochmal in den Dungeon gehen. Entschuldigung. Es ist halt so. So. Gut. 5 Tränke haben wir. Das passt auch. Das ist alles gut. Den Rest werden wir gleich bunkern. Zack, 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 zack. Na, zack, zack. Das da und das da. So, passt. Und auf geht's zur nächsten Runde. So. Tap, tap, tap. Und gehen wir wieder rein. Ich komme irgendwie nicht dazu, dieses andere Item zu benutzen. Ich habe aber echt Schiss, wenn wir den großen pullen. Also wenn wir dieses eine Buch stibitzen, der große kommt, habe ich echt ein bisschen Schiss. Dass wir den nicht mehr loswerden, wenn wir uns aus dem Dungeon wieder zurück rein teleportieren. Das wäre aber ein Versuch wert, ne? Dann würde ich mal sagen, kann man das hier ausrüsten? Was? Wenn du dieses Emblem Geld anvertraust, öffnet sich ein Portal. Und wenn ich da jetzt auf A drücke, was passiert dann? Ach so! Okay. Das war Finn Hugo. Verstehe. Zack, zack. Das war Finn Hugo. Bevor wir die nächste Ebene betreten. Ah, jetzt ist es weg. Ah, nein, jetzt kommt es wieder. Bevor wir die nächste Ebene betreten, werden wir dann einmal das Portal nutzen, damit wir es nicht umsonst aufgestellt haben. Ich wollte es nochmal probieren. Ihr wisst ja, wie gut ich darin bin, Geld beim Fenster rauszuschmeißen. Da bin ich Profi. Und ja, dann wollte ich das mal ausprobieren. Zack. Na. Zack. Geht ja. Na, komm. Oh, Kugel. Nicht angestoßen, das ist schlecht. Komm her. Ach, du bist so dämlich, du Stein. Geht ja. Zack, zack, zack. So muss das ausschauen. So, jetzt kommt die dämliche Hand. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und zum nächsten Raum. Aha, da haben wir noch sowas.
Na. Sie sind wie Motten. Das haben wir schon. So, tschüssi. Heureka, Heureka, Heureka. Und drauf da. Zack, zack, zack. Oi, 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 oi. Das war denn das. Zack, zack, zack. Ah, jetzt haben sie uns getrunken. Ich dachte, ich bin am Verrecken. Ich dachte, ich werde am Verrecken. Wenn der runterfällt, da war nichts. Ne? Da bin ich wirklich hier gespawnt. Das heißt, da ist nichts. Hier könnte ich es mal probieren. Ja. Und? Ah, da können wir Sachen zur Stadt bringen lassen, glaube ich, war das, ne? Oder? Ich probiere einfach was. Probieren wir es einfach. Blup. Ja, normal müsste es genau in der Truhe sein. Genau, passt. Eureka, Eureka. Halt, wieder richtig? Ja. Nein, da war noch ein Geheimnis. Kann man das öfter machen? Na, geht nicht. Okay, halt, ich will da hoch. So, servus du. Ah, jetzt wirst du ihn einmal verhauen, stehst und dann sowas. So, sehr gut. Nimm mal her mit den teuren Materialien. So, zack. Mach's kaputt. Geht ja. So muss das ausschauen. Zack, zack. Au. Das war nicht klug von mir. So, einmal und zweimal. So. Dann noch schauen, was da im Topf drin ist. So, zack. Und dann schauen wir danach. Oh, Vorsicht. Passt, das lief gut. Sehr gut sogar. Sogar, gar, gar. Holla, die Waldfee. Na? Oi, oi, oi. Das gibt's auch vorne. Sehr gut. Viele Blätter, das freut mich. Sehr gut. Ich glaube, soweit so gut hätten wir es, ne? Ah, da ist ein Schatz drin. Okay, lass uns runterpurzeln. Okay, das war nichts. Hä? Wir haben doch die Truhe geöffnet. Habe ich was vergessen? Nö. Vielleicht bin ich auch nur bescheuert. Bah. So, dann gehen wir mal raus, ne? Wieder rein. Zuerst heilen wir uns. Das nutzen wir auch aus, selbstverständlich. Sehr gut. Einmal Teleport bitte, ja. Lup. Ja. Schauen wir mal, ob das wirklich so klappt. Das wäre cool. Blam, blam, blam. Stehen du da noch, ne? Dann können wir das Zeug nämlich mal super krass hier reinschmeißen. Das ist eigentlich was Neues. Lichtessenz. Ich glaube, es ist was Neues, ne? Ja, tatsächlich. Warte, nicht so schnell. Ich bin jetzt so schnell beim Lesen. Erschien zunächst uninteressant, aber als ich meine Haut damit bestrichen habe, fing sie an zu glühen. Reagiert wahrscheinlich auf lebende Organismen. Aha, dann ist man quasi ein lebendes Glühwürmchen, oder wie? Blütenblätter hatten wir schon, ne? Ja. Genau's. Die sind zweischichtig, die Truhen. Also die haben Unterboden. Wow. Das ist echt eine coole Sache, muss man schon sagen. Muss man echt sagen. So, passt. Dann schauen wir mal, ob wir nochmal zurück dürfen. Tatsächlich, es klappt wirklich. Das ist halt echt eine feine Geschichte. Halt, ich will da durch. Das ist eine feine Geschichte. Und das Coole ist, wir kriegen nochmal, wir sind voll geheilt scheinbar und kriegen nochmal die 50 dazu vom Bettchen. Das ist halt echt cool. Da sind wir wieder. Sauber!
Okay, dann geht's da drüben weiter. Da habe ich nämlich was übersehen. Ah, das passt genau. Jetzt, was aber ausschaut, wären die ganzen Viecher nochmal da. Das heißt, das respawnt alles wieder. Das ist auch interessant. Theoretisch können wir nochmal versuchen, zu dem Waldstück hinzugehen. Weil diese Blättersachen sind ja eh sehr selten, ne? Könnte man gezielt farmen eigentlich? Das ist halt echt nicht schlecht. Weil dann würde es mich auch brennendst interessieren, ne? Ob man da oben... Alter. Ob man da oben diese eine Kiste, ne, wo man die Sachen gleich direkt nach Hause schicken kann, ob die dann nochmal funktioniert. Weil das wäre dann echt zum Überlegen. Wenn du dann zum Beispiel in einem Dungeon bist, ne, Stufe 2 oder 3, da kannst du richtig gut farmen. Muss man sich echt überlegen. Okay, die Truhen bleiben verschlossen. Die sind echt wieder da. Droppen tun sie auch was. Ja, das ist echt zum Überlegen. Wenn du genug Gold hast, kannst du da richtig schön farmen. Das ist halt wirklich cool. Kann man nichts sagen. Richtig cool. Alter. Geh weg, du Viech. Alter. 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 Jawohl, jetzt haben wir erwischt. So. Hat der noch was? Ein Zettel zumindest. Okay. Ich brauche Ermächtigung. Gente Kristalle, um eine Waffe zu verzaubern. Aber die scheint man nur selten zu finden. Jedenfalls nicht in Kisten. Ja, haha. Das wissen wir sogar. Da haben wir noch einen Boss. Ah ja. Da waren ja die beiden. Ja, hast dich angehaut. Oh. Da haben wir so einen Kristall zum Beispiel. So. Hau nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Und dann da oben hätten wir noch einen Boss, den nehmen wir auch mit. Und dann schaue ich mal, ob das klappt, dass man nochmal diese Truhe da benutzen kann. Au. Was? Den hätten wir. Was willst du? Ah, nix. So, jetzt bin ich gespannt. Na, kann man leider nicht mehr benutzen. Okay. Das wollte ich nur mal wissen. Hupf und Hupf. Dann werden wir uns jetzt einmal heilen. So. Also geht egal. Wir haben ja noch nicht mal unseren Bonus verbraucht. Unser Bonusleben. So. Dann schauen wir uns mal in der zweiten Etage um. Ne? Zweite Ebene so. Ja. Da sind wir wieder. Servus, grüß euch. Hallo. Da, ausweichen. Zack, zack, zack. Zack, zack. So ist schön. So ist gut. Was haben wir denn Schönes in der Kiste? Na? Du? Ich glaube, ich habe gerade einen Bug. Was macht man in so einem Fall? Verrecken? Hallo? Hilfe? Hm.
Hallo? Ich würde da bitte gerne raus. Solche Dinge nerven. Solche Dinge nerven richtig. Die Waffe kann ich noch wechseln. Der Rest geht leider nimmer. Warum auch immer. Alter. Das ist halt echt nervig, ne? Hallo? Na gut, da werden wir halt stückeln müssen. Also dann, bis gleich. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Jo, irgendwas stimmt gerade mit der zweiten Ebene nicht. Ich habe gerade nochmal aufgenommen und scheinbar löst dieses Ding hier wahrscheinlich einen Bug aus. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich will immer eine Kiste öffnen und sobald ich das machen möchte, ja, hängt sich quasi irgendwie das Ganze auf. Ich kann zwar die Waffen wechseln und ich kann mich heilen, aber ja, dann sind wir auch schon fertig, ne? Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal den gesamten ersten Dungeon, also das ist diese erste Ebene hier durchgehen, noch zusammenkratzen, dass wir zusammenkratzen können und dann, ja, gehe ich wieder zurück in die Stadt. Irgendwie klappt das nicht so recht. Vielleicht, ja, wird das noch gepatcht. Hoffe ich, weil das ist, glaube ich, nicht normal. So. Hoffe ich halt, dass das nicht normal ist. So. Aber wir dürften trotzdem eine recht zufriedenstellende Beute haben. Würde ich mal sagen. So, wir holen uns auch natürlich diese Dinger hier wieder. Endlich Frecke. Aha, diesmal droppt er nichts. Super. Das ist die Strafe wahrscheinlich fürs dritte Mal beginnen. Oder fürs dritte Mal kaputt hauen insgesamt. Na, wenigstens hat der was gedroppt. So, passt. Den Raum hätten wir. Opala. Den Raum hätten wir, so wollte ich sagen. Und dann gehen wir zurück ein Stück. Dann nehmen wir den oberen. So. Zumindest die Bosse würde ich gerne mitnehmen. Alter. Nein. Gut, das war sehr gut. Aha, so geht's auch. Okay. Das habe ich nicht gewusst, dass die so verrecken können. Na gut. Oh, genau. Diese Kugel vergesse ich immer so gern. Komm her. Na, wo holst du hin? Ah, so geht's auch. Passt. So, zack, zack. Der ist auch erledigt. Passt. So, ich hoffe nur, dass jetzt sich hier nirgendwo mehr ein Bug breit macht. Voll komisch, echt. Richtig komisch. So, den hätten wir auch. Alter, du Düsenfuzzi. Geh ein. So. Das hätten wir auch. Zack und zack. Dann geht's hier lang. Dann schauen wir uns da drüben nochmal um. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück in die Stadt. Weil sonst werde ich hier heute, glaube ich, nicht mehr fertig. So. So. Sehr gut. Dann hier noch. Ich könnte aber vielleicht, wenn ich mich dazu überwinden könnte, nicht die Kisten zu öffnen, könnte man doch noch vielleicht die zweite Ebene uns anschauen. Ich darf halt nur keine Kisten öffnen. Ich hoffe, ich merke mir das jetzt mal. Die Gegner scheinen ja zu funktionieren. Au. Au, da. Alter. Nein! Passt. So, keine Kisten öffnen, keine Kisten öffnen, keine Kisten öffnen, einmal heilen, keine Kisten öffnen, also die dann nicht aufmachen.
Nur Gegner klatschen. Nur Gegner klatschen. Keine Kisten öffnen. So. Ja. Ach komm, du nerviges Viech. So. Keine Kiste, keine Kiste. Böse Kiste, böse Kiste. Sehr böse Kiste. Ja, das klappt. Böse Kiste, böse Kiste, böse, böse, böse Kiste. So, bist du jetzt mal hin? Geht ja. Die dritte Ebene. Ja. Probieren wir es. Aber ich darf halt keine Kisten öffnen. So. Und die Materialien werde ich dann wieder ein bisschen sparen. Alter. Okay, die können ordentlich schon was, ne? Da wäre eine goldene Kiste, ich könnte heulen. Alter! Ich könnte weinen, weil ich darf es nicht aufmachen, weil ich wieder den Bug. Ja, ja, Hupfigatsch. Wie gemein. So, die möchte ich noch gerne machen. Und dann will ich es gut sein lassen. Na, jetzt falle ich da runter, verstehst? Da wäre mein Geheimnis, ne? Da glitzert was. Au. Komm ich nie. Alter. Ich soll mal was trinken. Alter, wieso Besen? Ich wollte doch keinen Besen haben. Jawohl, einmal getroffen. Wow. Und? Nichts getroffen, so muss es sein. So. Nein! Oh Mann, ey. Nein, das war verkehrte Richtung. Weil ich abgerutscht bin. Jetzt aber. Nix. Hupfigatsch. Wir gehen nach Hause. So. Wir gehen nach Hause. Das ist echt unglaublich. So, jetzt haben wir recht viele Materialien, ne? Vielleicht können wir jetzt ja schon unsere Sachen aufwerten. Geht das überhaupt nachts beim Schmied? Ich glaube, der geht, ne? Ich wollte eigentlich die Waffe hier. Was fehlt denn noch? Mann, immer noch dieses komische Ding. Und wie schaut es rüstungsmäßig aus? Da geht wahrscheinlich auch nichts. Nein? Da geht gar nichts. Okay, dann geht halt nichts. Dann geht halt nichts. So. So. Dann können wir eigentlich theoretisch nochmal in den Dungeon, ne? Schlimm, oder? So, schön, schön hin. Also, schön verstauen das Zeug. So. Ich traue mich jetzt aber immer noch nicht, solange wir speichern können, nicht gespeichert haben, so muss ich sagen, traue ich mich jetzt immer noch nicht, Kisten zu öffnen. Hm, an was das liegt. Schlimm. So, noch schnell schauen, ob wir Tränke brauen können. Ich glaube, ein paar müssten sich ausgehen. Danke. So. Oh, das sind sogar sehr viele. Da bleibt schon mal was für den Helden übrig. Können wir schon glatt nach Hause bringen, das Zeug. Und bunkern. Boah, da können wir jetzt verkaufen. Sobald es Tag ist. Bist du schon. So, und tschüss. Da können wir ordentlich Asche draus machen. La, la, la. So. La, di, da, da, da. Und rein da. Abermals.
Wir sind aber schon fast beim Boss, ne? Also wenn wir unser Equip noch ein bisschen besser, ja, ein bisschen verbessern könnten, wäre super. Das wäre wirklich fein. Dann könnten wir da gar nicht mal so schlecht vielleicht eventuell schon bald. Ich kann reden auch nicht mehr. So. Ich wollte sagen, wenn wir unser Equip da besser verbessern könnten, dann werden wir auch bald beim Boss sein, beim Endboss dieses Dungeons. Und wenn wir den besiegt haben, ne, dann war das doch so, so, verreckte Viech. Dass wir einen neuen Dungeon betreten dürfen. Ich bin so konzentriert gerade am Kämpfen, Entschuldigung. Dass wir einen neuen Dungeon betreten dürfen. Ich traue mich echt nicht, die Kiste aufzumachen. Ich lasse sie lieber mal. Halt, Buch. Ich lasse die mal. Ich will den Part hier noch einigermaßen gut zu Ende bringen. Ich muss ihn eh schon schneiden. Also, schneiden, also stückeln. So. Dann will ich hier wenigstens noch die 5 Minuten zusammenbringen. Wenn ich mal das Spiel neu starte, vielleicht habe ich dann Glück, dass dieser Bug sich aufhebt. Wenn der Bug erhalten bleibt, wird das schon ein bisschen traurig. Aber ich nehme stark an, das wird leider Gottes noch von diesem Portal ausgelöst, fürchte ich. Muss ich das gerade eine logische Erklärung dafür? Das ist so gemein, diese Truhe nicht zu öffnen. Alter. Komm her, du Viech. Geht ja. Sehr, sehr gut. So. Ach. Du Schleimi. So, passt. Die hätten wir. So, zack, zack. Hier geht es nicht weiter. Gut, dann gehen wir da weg. Dann gehen wir hier weiter. Passt, ist auch erledigt. Zack. Da haben wir noch ein Buch. Alter, was ist denn heute los? Das ist die Golem-Fibel, ne? Ja. Boah. Ah, die ist aber nicht so viel wert. Aber ist sie wurscht. 400 sind 400. Coole Schuhe. So. Das ärgert mich voll mit den Kisten. Da ist sicher so viel tolles Zeug drin, ich habe richtig Schiss, dass wir wieder einen Bug haben. So, einmal heilen bitte. Dankeschön. So. Vielleicht ist es auch die Strafe, dass wir so viel gewartet haben. Ah. Ah. Aber Zweige dafür, das brauche ich. Was willst du, Viech? Echt? So. Ah, da unten geht's noch weiter. Hab aber fast nicht gesehen, das Titel. So, der ist auch erledigt. Sehr gut. Drüben geht's noch weiter. Haben wir's erwischt? Ich hoffe. Na. So. Ja, mit dem Zeug. Sehr gut. So. Wie schaut es mit dem Inventar aus? Hoppala. Ich wollte die Waffe wieder zurücktauschen. Einmal noch heilen. Und runter. Halt! Scheiße. Das lief nicht so super. Ehrlich gesagt. Wiu, 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 wiu. So, und der nächste. Dann können wir vielleicht so noch ein paar Materialien zusammenkratzen von den Gegnern und dann. Ja. Dann gehen wir mal wieder Sachen verkaufen. Ne? Vielleicht ist ja das wirklich schuld, dass wenn man nichts verkauft, ein paar Tage lang, dass sich da ein Bug bildet. Keine Ahnung. Alter. Nervig. Ich geh jetzt schon ein bisschen auf den Keks. Alter.
Weil ich Idiotin stehe genau in seiner Schussbahn, ne? So, geh ein. Geht ja. Was? Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Sehr gut. So, dann können wir noch hier reinschauen. Alter. Passt, der ist erledigt. Na, ich kann nichts mehr tragen. Ich bin voll wie ein Christbaum. Das geht aber nicht. Das geht nicht. So, da haben wir ein bisschen Platz jetzt wieder. Das schmeißen wir weg. Ich brauche für irgendwas wegschmeißen, unter Anführungszeichen. Da haben wir so ein Dingens, so ein Golemmeißel. Perfekt, können wir schon was aufwerten dann zu Hause. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Machen Geld draus. Und sammeln das ein. Habe ich das eingesammelt? Passt. Und wir hauen ab. So wird man das machen. Das passt schon so, ja. Weil dann können wir jetzt nämlich beim Schmied, glaube ich, was aufwerten von unseren Waffen. Oder Rüstung. Waffe, glaube ich, ne? Dark ist das auch. Das ist herrlich. Herrlich ist das. Servus. Ja. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob da das gepasst hätte. Also, das ist ein anderes Ding. Was? Von dem brauche ich 4 für das untere. Okay. Scheiße. Zu früh gefreut wieder mal. Oje. Okay. Dann muss ich das Eisern sparen. Das darf ich unter keinen Umständen verkaufen. So. Dann hauen wir das gleich mal weg. So, da kann ich kein Blödsinn hoffentlich mehr machen. So. Das Zeug brauchen wir ja auch. Ich glaube, ich schmeiß einfach mal alles rein, so werden wir das machen. Und alles, was wir so 10er Stapel haben, das nehme ich mit. Das ist, glaube ich, am einfachsten. 5 und 10er Stapel. Ich glaube, das ist besser. So, auf jeden Fall für die Helden nehmen wir das mal mit. Da haben wir einen 10er, das ist ein 10er, das ist ein 10er. Da, das könnte man mitnehmen, das könnte man mitnehmen, das könnte man mitnehmen. Kann sich das eigentlich automatisch ordnen? Ich glaube nicht, gell? Es bleibt so ein Saustall. Gut, wie schön. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Können wir 2 mitnehmen. Von dem würde ich gern 10er Stapel lassen. Da haben wir noch einen 10er. 2 10er sogar. Kann ich da noch einen mitnehmen? So, machen wir mal so. Da, 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 da. Dum, 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 dum. So, dann das machen wir und das. So, Preise. 130 müsste passen. 300, da können wir raufgehen. Auf 3,25 für den dritten Preis. 110 machen wir da. 110 haben wir da. Ich würde sagen 100, dass wir vielleicht das so irgendwie. War da das Ding gehauen? Ja, dass das vielleicht so passt. Okay, meine Herrschaften, Sesam öffne ich. Ah, da kommt als erstes kommt der Dieb rein. Ist ja klar. Ah, ist ja klar. Als erstes kommt der Dieb rein. Ist ja lächerlich. Und hab ich. So. Ausstellen, ausstellen. 110. Passt das so mit 110? Den wollte ich eigentlich mit 100 haben. Und du bist mit 6. Passt das echt voll gut. Entschuldigung, dass Sie warten müssen, bitte. So. Da. Dann das da. Ist das mit 25 gut? Ich traue mich vielleicht auf 27 zu gehen. Mal schauen.
Der freut sich schon mal, der hat was käuflich erworben. So. So, was können wir noch? Ich würde sagen, das da. Kann man ordentlich Zaster heute machen. Und? Ja, da freut sie sich. Wow, da laufen die Geschäfte, meine Lieben. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. So. Aha, der interessiert sich fürs Buch und... Yeah. Zack, zack. Und zack. Wow. Tadadam, tadadam, dam, dam, dam. Und? Gerne. Vielen Dank. Ich wollte gerade von dem Dingens da auf mich trauen, auf 4 zu erhöhen. Weil 5 ist, glaube ich, die Schmerzensgrenze. Genau. Aha, da habe ich den 1er noch nicht. Halt, das war falsche Richtung. So. Obwohl ich... Ja, 1 müsste passen. Zack. Gerne. Vielen Dank. So, zack. Zack. Und zack. Ja, ja, der Rubel rollt, meine Lieben. Yeah. Dankeschön. Und? Yeah. Super. Wow. Du Gauner. Ich habe den Dieb jetzt total übersehen. Das wäre jetzt echt übel fast ausgegangen. Puh. So. Schnell mal ein bisschen nachlegen, Items. Danke für den Einkauf. Wie schauen wir da eigentlich aus? 112 mag ich überhaupt nicht. 100 ist gut. Wie waren wir hier? 100, das wissen wir noch nicht. 3 wissen wir auch noch nicht, ob das mit 1 so passt. Das will noch keiner haben. So, puh. Alter Schwede. Müsste ich auch beenden. Ich habe schon wieder furchtbar Überlänge. Aber das mit Handel machen wir jetzt noch fertig. Ist halt ein extrem langer Bart. So, Kachinga, Kachinga. So, dann legen wir nochmal nach. Zack. Und zack. Und da oben auch noch. Und hoppala. Zack. So. Geht schon. Kaufen, kaufen, kaufen. Her mit der Marie. Bam, 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 bam. Dam, 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 dam. Dankeschön. 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 Pfirti, servus, servus, Pfirti. Ja, da machen wir heute ordentlich Zaster. Ich glaube, das schaut nach einem neuen Rekord aus für uns. Wir haben auch super tolle Materialien. Kann man sagen, was man will. Bam, badam, bam, bam, bam. Dam, dadam, dam, dam, dadam, dam. Dankeschön. Also wir haben alles ausverkauft. Wie schön. Wir haben nichts mehr. Das ist mal toll gelaufen. Wirklich. So. Wow. 20.766 Goldmünzen haben wir heute gemacht. Das ist schön. Das ist richtig gut. Fein, und somit werden wir auch gleich den Part beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!